Das nächste zu unserem Dessert, finde ich, braucht man auch mal ein bisschen Frucht. Was liegt näher als jetzt zur Jahreszeit? Schöne, frische Mandarinen oder Clementinen. Diese unkompliziert pellen. Jetzt diese Mandarine erst einmal in einzelne Segmente zerlegen und dabei so gut wie möglich auch das Weiße entfernen. Wenn nicht, muss man nämlich die einzelnen Mandarinen noch mal ein bisschen nachputzen. Das war der erste Streich. Das sind ja jetzt nun ganz normale Mandarinen, aber wir wollen ja Gewürzmandarinen machen. Deshalb brauchen wir einen Sud. Ja, und dazu nehmen wir natürlich logischerweise einen Topf. Und als Gewürze haben wir zum einen eine Nelke, die wir hineingeben, ein Sternanis und dann grünen Kardamom, also Kardamomkapseln richtig, die dann im Mörser leicht zerstoßen. Ergibt so ein schön orientalisches Aroma. Ich weiß nicht, wollen Sie mal schnuppern? Jetzt gehen wir hier rein. Dann noch etwas Zimt, entweder Zimt gemahlen oder Zimtstange. Je nachdem. Dann haben wir hier etwas Honig, den wir hier hineingeben. Wasser und etwas Zucker, weil man könnte zwar alles an Honig nehmen, aber dann wäre der Honig zu dominant. Wir brauchen aber eine gewisse Süße und deshalb diese Mischung zwischen Honig und Zucker. Und das Ganze bringen wir zum Kochen, dass die Aromen sich schön entfalten können. So. Das Ganze haben wir jetzt 10 Minuten leicht köcheln lassen. Das Aroma hat sich jetzt schön entfaltet. Und wenn man mag, kann man zum Beispiel auch Twist-Off-Gläser nehmen oder solche Weggläser und kann dort die Früchte hineinfüllen, richtig schön voll zum Beispiel, und dann mit diesem Sud übergießen. Dann Gummiring, Deckel drauf, Spange, auskühlen lassen und dann hält es mindestens ohne Probleme 1, 2, 3 Wochen. Aber die schmecken so lecker, die leider überstehen die nicht mal einen Tag. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de